Servus. Hallo, ich grüße euch ganz herzlich. Ich habe euch heute einen Mixer mitgebracht, den kennt man. Das ist der Primo. Der Primo S heißt der jetzt. Der ist verändert worden. Primo ist jetzt zum dritten Mal mit einem anderen Konzept auf den Markt gekommen. Und zwar gab es zum Anfang einen anderen Behälter dazu, der nannte sich Cube. Der hatte ja diese 7-Klingen-Basis. Was auch sehr schön ist, diesen Cube gibt es auch noch auf anderen Geräten, mit dem konnte man häckseln, aber darauf gehe ich jetzt gar nicht weiter ein. Denn hier haben wir jetzt diesen Art Square. Sonst war ist das eine durchgehende Klinge, eine, oder Flügelklinge nennt man das, eine Flügelklinge. Sie ist stumpf. Da drin wird zertrümmert, zerschleudert. In einem Hochleistungsmixer wird immer zertrümmert und zerschleudert. Indes habe ich jetzt hier eine sehr breite Klinge, wo alles aufschlägt und es wird wie in einem Mörser zerdrückt, zermalmt und dadurch entsteht auch so schnell so ein gutes Ergebnis. Es knallt also das Mixgut immer an die Behälterwand und auf die Klingenbasis, die eben wie hier einen richtigen Schläger hat und das gut zertrümmert. Und dann haben wir diese viereckige Form ist behalten worden, das finde ich sehr schön, das macht sich prima sauber. Keine Rillen, nichts, wo sich irgendwie was festsetzen kann, kann man ganz prima sauber machen. Man kann viel entnehmen, er hat unten einen schönen breiten Radius und ist sehr gut verarbeitet, hat einen schönen Griff bekommen und schönen Ausgießer. Dieser Ausgießer wurde aber zwischendrin auch schon mal verbessert und ist dabei geblieben. Dann haben wir beim Deckel, das war vorher auch, aber das würde ich jetzt noch mal gerne mit auf den Weg gehen, weil öfter mal in Kundengesprächen danach gefragt wird. Die sagen dann immer, naja, der Deckel, da kommt man nicht so gut ran mit dem Saubermachen. Sonst war, erkennt man das nicht so schnell, dass hier der Gummi abnehmbar ist. Ja, also könnt ihr dann hier prima unter sauber machen. Und was gibt es noch zu sagen? Ich habe ja den Primo schon immer gemocht, das ist wirklich so ein Hochleistungsmixer für Anfänger. Der zertrümmert fantastisch Wildkräuter, Kernchen, also für Smoothies machen ist das also wirklich ein ganz, ganz großer. Dann hat er jetzt keine Programme mehr. Er hatte zwischendrin ein Update mit Programmen. Drei Programme, aber das ist jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig, wenn ich Smoothie mache, eine Mandelmilch mitmache oder sonstiges. Also man kann auch prima stufenlos den hochdrehen und er beginnt bei 1500 Anfangsumdrehung. Das ist sehr gut, weil dann kann ich auch mal was häckseln. Häckseln hiermit geht natürlich nicht, stumpfe Klinge. Da zeige ich euch gleich den UNO-Behälter dazu. Das ist der hier. Da habe ich ja Klingen drin, kann ich auch was häckseln. Es ist dann willkürlich gehäckselt, geht in Richtung Sägespäne, vielleicht ein bisschen größer als Sägespäne, aber man kann wunderbar da irgendwie gesagt auch einen Möhrensalat mitmachen oder wenn man sagt so ein bisschen Rohkost raspeln. Da gibt es ja auch ein paar Rezepte, die ich im Hochleistungsmixer hergestellt habe, wenn der Hochleistungsmixer auch Tatsache 1000 oder 1500 Anfangsumdrehungen hat. Alles, was drüber ist, macht das sofort zu Brei. So, und jetzt wollte ich euch noch zeigen, das wird manchmal bemängelt oder erfragt, dass er, wenn ich ihn aufstelle, dann blinkt er immer. Habe ich also den Stromanschluss, blinkt er immer. Nehme ich ihn runter, blinkt er zwar nicht mehr, aber er hat natürlich Strom. Ja, also das ist vielleicht ein Manko, kann man aber gut beheben, indem man, es gibt ja auch diese Steckdosen mit einem Stecker, dann einen einzelnen Stecker nehmen, ich kann das jetzt gar nicht so gut hochhalten, schwarz-weiß gibt es die ja auch, also schwarz oder weiß, gestreift habe ich sie noch nicht gesehen und dann könnt ihr natürlich hier alles ausmachen. Einen weiteren Tipp, bevor ihr ihn in Betrieb nehmt, würde ich ihn unbedingt mit Zitronenwasser oder eben mit Spülmittel
einmal laufen lassen, richtig lange. Also ich würde schon sagen, so 5 bis 8 Minuten. Er wird euch wahrscheinlich ausgehen, das ist auch gewollt. Dann härtet der Motor erst richtig aus und auch die Fette, also Lötfette sind dort auch enthalten, weil diese Schaltkreise ja auch geschützt werden. Und dann verdampft das, verschmuggelt das so ein bisschen. Das wird auch riechen, ordentlich riechen, gut danach durchlüften. Und dann ist der Motor ausgefüttert und dann lässt dieser Geruch auch nach. Also das würde ich euch auf jeden Fall raten. Nicht wundern, wenn er ausgeht. Wie gesagt, Überhitzungsschutz ist angesprungen, damit hilft sich der Motor, das ist immer ein Schutz. Der Uno hat hier unten die Öffnung, wenn man die Basisklinge rausdrehen möchte, muss man nicht. Wenn ihr flüssige Sachen habt, dann braucht ihr das gar nicht machen. Aber zum Reinigen ist das natürlich toll oder wenn man klebrige Sachen hat, dann kann man das auch vorsichtig rausholen. Und dann kann ich natürlich die Klingenbasis hier prima sauber machen und ich kann hier den Gummi lösen, auch sauber machen und dann geht das Ganze wieder rein. Deckel wäre interessant zum Stößeln. Hier finde ich auch sehr, sehr schön, der hat einen prima Zugriff. Ich komme relativ gut unten ran, weil er auch schön spitz nach unten läuft und der Stößel kommt tief, aber natürlich nicht so tief, dass er irgendwie die Klingenbasis erreicht. Ja, und dann wird das hier wieder reingedreht und wie gesagt, das müsst ihr, also ich mache es immer, wenn ich fettige Sachen habe, wenn ich was Flüssiges habe, dann ist es nicht zwingend notwendig, aber man kann schon auch, das ist jetzt auch kein Ding, ne? Ich muss jetzt auch nicht das mit dem Griff reindrehen, ich kann das auch mit der Hand machen, aber das geht ganz schnell. So. Ja, so. Dann legen wir los, würde ich sagen. Kurzer Prozess, wir legen los, wir machen einen Smoothie.